Sollte Ihre Gesundheit der Aufbesserung bedürfen, so kann ich Ihnen auf der ganzen Gotteswelt keinen besseren Platz empfehlen als Waren an der Müritz, schwärmte Theodor Fontane. Tatsächlich, der Dichter der Mark war mitunter auch außerhalb von Brandenburg unterwegs. Unser Fontane-Experte Robert Rau beschreibt die Reise nach Waren in einem seiner Bücher. Fontane hat hier 1896 Urlaub gemacht mit seiner Frau und seiner Tochter Martha, 4 Wochen lang. Und hier auf dem Villenviertel gab es nur 3 Gebäude und ein Gebäude war die Villa Zwick, in der Fontane Urlaub gemacht hat. Und über diesen Urlaub hat er natürlich geschrieben. Es hat uns aber noch nichts gezwickt, weder moralisch noch physisch. Die Mücke tritt nur ganz vereinzelt auf, floh vakant. Offenbar war Fontane hier anderes gewohnt aus den Herbergen in Brandenburg. Die Villen stehen noch heute, fast so wie damals, als die Fontanes sich hier von der Arbeit und der rasend wachsenden Großstadt Berlin erholten. Martha, seine einzige Tochter, war sein Lieblingskind und das Verhältnis zwischen den beiden ausgesprochen eng. Fontane ermöglichte dem klugen, aufgeweckten Mädchen eine höhere Schulbildung. Das war im 19. Jahrhundert eher ungewöhnlich. So standen Martha zwar viele Türen offen, doch sie litt früh an Depressionen. Es gibt ein Zitat von Theodor Fontane, das das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter auf den Punkt bringt. Und das lautet: Das Thema Mete ist unerschöpflich. Sophie hat sie wenigstens erreicht. Und so kommt man mit ihr nicht recht zu Rande. Sie ist mir eine beständige psychologische Aufgabe. Wenn es das Kriterium genialischer Naturen ist, dass das Allerklügste und Allerdümmste bei ihnen dicht beieinander liegen, so ist sie ein Hauptgenie. Vielleicht war Martha gerade wegen dieser Zerrissenheit Inspiration für einige der berühmten Frauenfiguren ihres Vaters. Und vielleicht in Erinnerung an die unbeschwerten Tage mit ihren Eltern erwarb sie wenig später gemeinsam mit ihrem Mann ein Anwesen an der Müritz, genau neben der Villa Zwick. Endlich konnte Martha das Leben führen, das sie sich immer gewünscht hatte. In Luxus und mit eigenem kleinen Hofstaat. Glücklich gemacht hat es sie nicht. Es existiert ein letzter Brief von Martha, auch vom Oktober 1916, also wenige Wochen vor ihrem Tod. Und da gibt es ein Zitat, das immer für die Selbstmordthese herhalten soll. Und das lautet: Sie sei, Martha, 56 Jahre und seit 1911 im Trapp. Von allem Seelischen abgesehen, ist es doch ein Wunder, dass ich lebe. Das heißt, ich lebe ja gar nicht. Und nicht, weil mir Elastizität und Frische fehlen, sondern weil ich bis aufs Äußerste erschöpft bin und außerdem nicht für freundliche Gedanken gesorgt wird. Fontane sah die Veränderung seiner Tochter vom Wirbelwind zum Familienwrack, wie sie sich selbst bezeichnete, mit wachsender Besorgnis. Ihren frühen Tod indes erlebte er nicht mehr. In einer kalten Januarnacht soll sich Martha aus dem Fenster gestürzt haben. Robert Rau hingegen vermutet, dass ihr Tod ein tragischer Unfall war. Sie beschwert sich in diesem letzten Brief darüber, dass sie nicht verstanden wird. Das heißt also, ihre Krankheit nicht ernst genommen wird, weil sie eben depressiv war. Es wird ihr unterstellt, dass sie alles übertreibt. Und sie will eigentlich nur gehört werden. Die Corinna in Frau Jenny Treibel soll starke Züge von Martha haben. Auch in anderen Werken hat Fontane seine Tochter an der einen oder anderen Stelle verewigt. Und auch in Waren an der Müritz ist die berühmte Familie Fontane bis heute nicht vergessen.